Okay. Also ich hoffe, ihr seid auch wieder da nach diesem kurzen Ausfall, aber hat gleich wieder geklappt. Schön. Also ich freue mich, dass wir heute Abend wieder zusammen sein dürfen. Herzlich willkommen, alle, die jetzt gleich schon dabei sind. Und ich hoffe, ja, wir kommen ungestört durch diese Sendung. Und können unser Thema, das heute auch wieder sehr wichtig ist, richtig durchgehen. Ja, ich merke, es sind jetzt wahrscheinlich wieder einige ausgestiegen. Also werde ich etwas. Sollte es funktionieren. Okay, bei mir gibt es nur einen Zuschauer, aber das dürfte eine Fehlmeldung sein. Gut, also ich heiße euch herzlich willkommen, wo überall ihr seid. Wir haben heute wieder ein Thema, das eine Fortsetzung sein soll zu den letzten beiden Themen, die wir betrachtet haben schon. Den Titel seht ihr, es geht weiter um den Streit um die Gottheit Jesu und diesmal nicht im Judentum, wie wir das letzte Mal den Schwerpunkt gehabt haben, sondern diesmal wollen wir hineinkommen in die Frühgeschichte der Kirchengeschichte. Und das bedeutet gleich schon von der Zeit der Apostel weg bis in die ersten drei Jahrhunderte werden wir uns heute mit diesem Thema befassen. Es wird über die Fragen gehen, was frühe christliche Lehrer nach den Aposteln und vor denen möglicherweise und ganz sicher die Apostel auch schon gewarnt haben, und frühere Konzilien, die dann erst ab dem 4. Jahrhundert begonnen haben, über Jesus dachten, über seine Person, über sein Wesen, über seine Gottheit und seine Menschlichkeit. Wir werden uns die Frage stellen, wie Juden und Römer auch dann mit den Nachfolgern Jesu umgegangen sind, die an diesem Glauben der Gottheit Jesu weiterhin festgehalten haben, von Anfang an. Wir werden uns die Frage stellen, welche Rolle der Streit um die Gottheit Jesu in den ersten Christenverfolgungen gespielt hat, die nicht erst durch die Römer zustande gekommen sind, sondern vor allem auch durch die Juden. Denn wenn wir die Geschichte, die frühe Kirchengeschichte und die frühe Christenheit, Christengeschichte genau betrachten, dann werden wir wissen oder sollten wir wissen, dass nicht die Römer die ersten waren, die Christen verfolgt haben, sondern dass es die Juden waren. Und welche Rolle hier die Auseinandersetzung um die Gottheit Jesu gespielt hat, das werden wir auch sehen. Es geht also um ein Thema, das nach der Zeit der Apostel eigentlich das ganze Römische Reich betroffen hat. Das Thema, das wir hier betrachten, über die Auseinandersetzung mit der Gottheit Jesu in der frühen Kirchengeschichte, ist ein Thema, das vom 1. Jahrhundert an, also nach dem Tod der Apostel, so wie das Christentum sich im Römischen Reich ausgebreitet hat, eigentlich dann das ganze Römische Reich erfasst hat und bis ins zweite, dritte, vierte Jahrhundert, wo dann die ganzen Christenverfolgungen im Römischen Reich losgegangen sind, da sollte uns bewusst sein, dass es hier hauptsächlich um diese Frage gegangen ist. Und das wird heute so das Thema sein, dass wir etwas die Hintergründe aufzeigen und uns bewusst machen, dass dieses Thema, das wir hier betrachten, damals in der Kirchengeschichte, also im frühen Römischen Reich, jeden römischen Bürger betroffen hat. Ich kann mir vorstellen, nach all den Informationen, die wir haben, dass es damals so drittes, viertes Jahrhundert bis ins fünfte Jahrhundert herein, wo das Römische Reich dann auch schon langsam am Zerfallen war, dass es keinen Menschen im ganzen Römischen Reich gegeben hat, der nicht mit dieser Thematik der Gottheit Jesu in irgendeiner Weise konfrontiert war. Warum das so ist, das werden wir dann im Laufe unseres Themas sehen. Das heißt, wir stehen hier eigentlich vor einem wirklich total wichtigen Thema,
dass der Auslöser für alle Verfolgungen in der neutestamentlichen Zeit der Christen gegenüber gewesen ist. Und dessen ist man sich vielleicht manchmal gar nicht bewusst. Und vor allem sollten wir auch wissen, dass es vielleicht wieder eine Zeit geben wird, wo die ganze Welt über Jesus reden wird. Und ich kann mir persönlich vorstellen, wenn das Evangelium in dieser letzten Zeit verkündigt werden soll, als ein lauter Ruf über die ganze Welt, dann wird es ja nicht nur, wie wir es als Adventisten manchmal meinen, nur um den Sabbat gehen, um den Ruhetag, um den richtigen göttlichen Ruhetag, um den ist es damals ja übrigens auch gegangen, das werden wir dann sehen. Aber dass es letztendlich darum gehen wird, wer ist der wahre Gott, der angebetet werden soll in dieser Welt, in der wir leben. Wir leben heute genauso in einer Welt, wo es viele Götter gibt, die angebetet werden. Und der letzte Konflikt wird letztendlich auch darum gehen, wer ist der wahre Gott und wer ist Jesus wirklich? Ist er der, von dem die Bibel uns berichtet, dass er dieser Gott ist, der von Ewigkeit her neben seinem Vater existiert hat oder nicht? Und jeder, der vor dieser Frage steht und jeder, der diese Frage für sich klärt, muss eigentlich dann auch eine Entscheidung treffen für oder gegen Jesus. Und deshalb geht es hier nicht um ein Randthema, das wir hier behandeln, das so zwischendurch vielleicht unter Christen diskutiert wird, sondern wir haben es hier mit einem Thema zu tun, das, von dem ich persönlich der Überzeugung bin, dass es auch in nächster Zukunft zu einem ganz entscheidenden Thema wird für die ganze Welt. Deshalb, wenn wir heute das Thema weiter betrachten, dann lasst uns beten, dass uns der Heilige Geist wieder leiten möge. Darf ich euch einladen? Vater im Himmel, wir stehen heute wieder hier vor dir. Wir sind versammelt an verschiedenen Orten und wir haben uns vorgenommen, dass wir auch heute wieder ein wichtiges Thema über dich, der du wahrer Gott bist und deines Sohn Jesus Christus, den du in diese Welt gesandt hast, um dein Wesen uns zu offenbaren und uns verständlich zu machen, was wir von Gott und von dieser Gottheit, von der die Bibel uns spricht, wirklich glauben sollen und wie unser Glaube orientiert sein soll und wie unser Glaube auch unser Leben verändern soll. Wir wissen, dass es einen großen Konflikt gegeben hat in der ganzen Geschichte, seit du auf Erden warst, Herr Jesus, und wir wissen, dass es auch heute noch nicht für viele Menschen bewusst ist, wer du wirklich warst, als du auf Erden warst. Und wir gehen einer Zukunft entgegen, wo du dich noch in besonderer Weise offenbaren möchtest. Allen Menschen, die auf dieser Erde leben, soll gesagt werden, wer du wirklich bist. Und was du für einen Plan hattest mit dieser Welt und welchen Plan du noch vorhast. So segne unser Beisammensein in diesem Sinne, dass uns auch dieses Thema ein rechtes Verständnis über die Wichtigkeit dessen verleiht, was du für uns bedeutest und was du für diese Welt bedeutest. Hab Dank für deine Führung durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Gut. Wir wollen mit einer Frage beginnen, gleich direkt einleitend in unser Thema. Und zwar habe ich sie mir so formuliert, welche Konsequenzen hatte die Frage um die Gottheit Jesu, seit Jesus auf Erden war? Das war etwa vor 2000 Jahren, als Jesus in Bethlehem geboren wurde und von den Engeln angekündigt worden ist als der Retter dieser Welt, der geboren wurde, der von Ewigkeit her war, wenn wir an diese Prophezeiung in Bethlehem denken und in Micha Kapitel 5, wo es heißt, aus Bethlehem wird der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Und dieser Jesus ist damals vor etwa 2000 Jahren geboren und es ging von Anfang an darum, wer ist dieser Jesus? Und Jesus selbst hatte Mühe gehabt, sich selbst richtig darzustellen, wir wissen es. Und bis zu seinem Tod ist diese Auseinandersetzung gewesen, wer bist du? Und ich möchte euch einladen, dass wir uns in diese Stunde der
Verurteilung Jesu noch einmal versetzen, und zwar in Matthäus 26, Vers 63. Da gab es eine Auseinandersetzung zwischen den hohen Priester vor Pilatus, vor dem Hohen Rat. Und da wurden Jesus gewisse Fragen gestellt, er wurde angeklagt und Jesus hat dann letztendlich irgendwo einmal geschwiegen. Und da steht hier im Vers 63, aber Jesus schwieg stille. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, an den er natürlich geglaubt hat. Also dieser hohe Priester, der Kaiphas, der hier war, hat natürlich als Jude an einen lebendigen Gott geglaubt. Und nur an diesen einen, der für ihn genauso im Himmel wohnte, wie für jeden anderen Juden und auch für die Jünger und auch für Jesus. Und jetzt beschwört er ihn bei diesem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du seist der Christus, der Sohn Gottes. Und jetzt erinnert ihr euch, und diese Aussage wird dadurch vielleicht etwas brisanter und verständlicher. Wir haben das letzte Mal uns bewusst gemacht, dass für die Juden der Christus natürlich der Messias bedeutet. Also in letzter Konsequenz hat der hohe Priester hier gesagt, dass du uns sagst, ob du seist der Meschiach, der Christus, das ist die griechische Form. Und gleich hinzugefügt, der Sohn Gottes. Und erinnert euch, wir haben das letzte Mal gesagt, für einen Juden ist es undenkbar. Und es ist bis heute undenkbar, dass der Messias, auf den sie warten, der Sohn Gottes sein sollte. Eine göttliche Person. Das wird bis heute abgelehnt. Von Messias in der Bibel ist immer von einem Fürsten die Rede. Und erinnert euch, wir haben ja das letzte Mal auch darauf hingewiesen, dass etwas Wahres daran ist. Der Gesalbte, bist du der Gesalbte, könnte man hier auch sagen, der Sohn Gottes. Im Daniel Kapitel 9 kennt ihr diese Prophezeiung, wo angekündigt worden ist, dass der Gesalbte kommen wird, aber dann steht dort nicht der Sohn Gottes, sondern da steht der Gesalbte oder ein Gesalbter, ein Fürst. Da steht nicht einmal der Gesalbte, der Fürst, sondern ein Gesalbter, ein Fürst. Das heißt, für die Juden nach alttestamentlichen Texten ist es durchaus verständlich, dass die in dem Messias, in dem Gesalbten, nicht unbedingt Gottes Sohn gesehen haben, weil es keine Stelle im Alten Testament gibt, die im Zusammenhang mit dem Gesalbten gebracht wird, also mit diesem Begriff Gesalbten, der hier eine Verbindung zum Sohn Gottes oder ihn mit Sohn Gottes gleichsetzt. Und deshalb auch hier die Frage, bist du Christus, der Sohn Gottes? Und er hat nur mehr darauf gewartet, dass Jesus das bestätigt. Und das hat auch Jesus hier gemacht, du sagst es. Auch sage ich euch von nun an, und jetzt geht Jesus einen Schritt weiter. Von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft, das heißt zur Rechten Gottes, und kommen in den Wolken des Himmels. Das war natürlich der Höhepunkt und warum wir das letzte Mal schon auf diesen Text hingewiesen haben, dass der hohe Priester dann seine Kleider zerrissen hat. Wie kann dieser Mensch Jesus, der jetzt in der Gewalt von Menschen ist, der misshandelt ist, dem man dann eine Dornenkrone aufgesetzt hat, wie kann er noch immer behaupten, er sei der Messias, der Christus, der Sohn Gottes und dass er letztendlich am Ende der Zeit in Macht und Herrlichkeit neben seinem Vater zur Rechten Gottes in den Wolken des Himmels wiederkommen würde. Also das ist der Höhepunkt der göttlichen Autorität, die Jesus hier kurz vor seinem Tod, hier vor seiner Verurteilung, noch einmal in Anspruch genommen hat. Und wir können also sagen, der erste Mensch, der auf dieser Erde, wegen dem, weil er behauptet hat und geglaubt hat von sich selbst, er sei der Sohn Gottes, gekreuzigt worden ist, getötet worden ist und so verfolgt und gehasst worden ist von Menschen, war Jesus selbst. Und das ist sehr bemerkenswert, weil Jesus damit eine Tür aufgetan hat für alle seine Nachfolger, die mit dem gleichen Schicksal zu rechnen hatten. Und Jesus hat ihnen das auch vorausgesagt, dass der Meister nicht größer ist als sein Herr. Und dass wenn sie den Meister als Beelzebub geheißen haben, wie viel mehr werden dann seine Söhne, seine Kinder und seine Knechte als Beelzebub geheißen. Und so können wir sagen, Jesus hat eigentlich mit dem Anspruch,
Gott zu sein, und zwar Gott von Ewigkeit her, gleich mit dem Vater zu sein, die Tür für die Verfolgungen aller seiner Nachfolger durch die ganze Geschichte hindurch eröffnet. Und das nicht mit irgendeinem Thema, mit irgendeinem anderen theologischen Thema, das für uns heute vielleicht auch wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger ist als das Thema über die Gottheit Jesu, sondern gerade mit diesem Thema. Das sollte uns einmal von der Seite bewusst werden. Wir haben dann als zweites, schlagen wir in die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Die Apostel, warum wurden sie verfolgt? Was war der erste Grund, warum die Apostel von dem Hohen Rat gleich nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt Jesu verfolgt worden sind? Wenn wir Apostelgeschichte 2, Vers 36 aufschlagen, dann war das mit eine Behauptung, die die Jünger aufgestellt haben. Petrus hat sie hier in seiner Pfingstpredigt, dann so gegen Schluss seiner Predigt hier zusammengefasst, nachdem er den Juden den Vorwurf gemacht hat, dass sie den Fürsten des Lebens gekreuzigt haben, den Herrn der Herrlichkeit. Und da sagt er hier im Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Wenn er hier gesagt hat, zum Herrn, dann bedeutet das natürlich in der hebräischen Sprache zum Yahweh, ja, zum Adonai, zum Kyrios im Neuen Testament. Und das ist ein Begriff, den die Jünger natürlich mit Gott in Verbindung gebracht haben. Und hier noch einmal dieser Zusammenhang und zum Christus, zum Messias. Das heißt, vor der Kreuzigung Jesu haben die Juden nicht geglaubt, dass er der Messias ist und dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt bekommen sie das erst recht bestätigt durch die Apostel, dass er das ist, der Herr, Gott, nicht? Und der Messias immer noch, weil er lebt und nicht gestorben ist. Davon waren die Jünger überzeugt, währenddem die Juden natürlich versucht haben, diese Auferstehung Jesu als Lüge darzustellen, was ihnen aber nicht wirklich gelungen ist. Dann in Kapitel 4, Vers 12 kommt eine andere Aussage, wo die Apostel wieder in Konfrontation standen mit dem Hohen Rat. Und da hat Petrus noch einmal in einer Rede vor diesem Hohen Rat eine ganz gewaltige Aussage gemacht vor diesen Leuten. Wieder in Kapitel 4, Vers 10 sagt er hier, so sei euch und allem Volk von Israel kundgetan, dass in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser hier vor euch gesund. Da ging es um diese Krankenheilung eines Mannes, der so lange vor dem Tempel gesessen hatte und hier geheilt wurde. Und dann sagt der Petrus weiter hier und zitiert damit ein alttestamentliches Wort aus dem Propheten Jesaja: Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und im Alten Testament ist diese Aussage im Zusammenhang mit Gott, mit Jahwe, mit Elohim. Und jetzt kommt der Vers 12. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Überlegt einmal diese Aussage Juden gegenüber, die gerade dabei waren, 50 Tage vorher oder jetzt hier schon einige Tage mehr, Jesus zu verurteilen, weil er behauptet hat, er sei der Erlöser der Menschen. Und jetzt stehen da die Jünger auf und bestätigen das, was Jesus vorher gesagt hat und warum er eigentlich vom Hohen Rat getötet und gekreuzigt und verachtet und verfolgt wurde. Dass hier die Verfolgung der Nachfolger Jesu vorprogrammiert war durch solche Aussagen, ist völlig klar. Und deshalb dürfen wir uns also nicht wundern, wenn die Juden mit einer derartigen, und der Hohe Rat mit einer derartigen Vehemenz an die Verfolgung der Jünger und an die Bedrohung der Jünger gegangen ist. Und hier in diesem Text, wenn wir weiterlesen im Vers 19 oder Vers 18, da steht, und sie riefen sie, der Hohe Rat rief sie noch einmal, nachdem er ihnen vorher gewarnt hat, nicht mehr in diesem Namen Jesu zu reden. Sie riefen sie und geboten ihnen, dass sie durchaus nicht redeten, noch lehrten in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Und wie wir sehen und wie wir wissen dann in der weiteren Geschichte, haben sich die Jünger hier kein Blatt mehr vor den Mund genommen
Und das hauptsächliche Bekenntnis, worum es hier ging in dieser Frühgeschichte des Christentums, gleich nach der Auferstehung Jesu, ist das Bekenntnis zu Jesus als der von Gott gesandte Messias, aber gleichzeitig als der von Ewigkeit her existierende Logos, der Gottgleiche, der hier Mensch geworden ist. Und dass hier natürlich dasselbe Schicksal auf die Jünger wartete, wie das Schicksal, das Jesus erlitten hat, weil er diesen Anspruch erhoben hat, das ist nur mehr die logische Folge. Der erste Märtyrer, der dann wirklich gestorben ist, auch aufgrund eines solchen Bekenntnisses, und es ging nur um dieses Bekenntnis, das war Stephanus in Apostelgeschichte 7. Wenn wir in Vers 55 lesen, als Petrus, also der Stephanus, seine Rede zu einem gewissen Punkt gebracht hat und ihnen den Vorwurf gemacht hat, dass sie diesen Gerechten getötet haben und seine Verräter und Mörder geworden sind, da ging es ihnen durchs Herz, heißt im Vers 54, knirschten mit den Zähnen über ihn. Und dann kam noch ein, hat Stephanus noch, wie man so schön sagt, einen Schaufall draufgelegt, damit diese Wut noch weitergeht. Und da merken wir, wie sie sich kein Blatt vor den Mund genommen haben. Sie haben sich zu Jesus bekannt, furchtlos. Er war voll des Heiligen Geistes, sah auf den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Mehr hat es nicht mehr gebraucht. Die Folge, sie schrien laut und hielten ihre Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn hinein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und bei diesem Ereignis war dieser Saulus dabei, der dann zum großen Heidenapostel Paulus geworden ist. Wieder ging es hier um ein Bekenntnis ganz deutlich zur Person Jesu, zur Gottheit Jesu, der zur Rechten des Vaters sitzt. Und zur Rechten des Vaters kann nur jemand sein, der auch selbst diese Stellung des Vaters innehat. Das war für die Juden klar und deshalb hier natürlich diese Reaktion. Wenn wir die Urchristen weiter verfolgen, gleich im nächsten Kapitel steht dann, nachdem Saulus auch hier Wohlgefallen noch hatte an dem Tode des Stephanus, erhob sich aber an jenen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und sie zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Und Paulus war einer der Ersten, der hier drangegangen ist, die Christen zu verfolgen. Und offensichtlich, hauptsächlich deshalb, weil die Christen nicht aufgehört haben zu bekennen, dass Jesus Gott ist. Und hier stehen wir vor einem Faktum in der christlichen Geschichte, das wir schon mit Bibeltexten in unseren vergangenen Abenden belegt haben. Das heißt, für die Urchristengemeinde bis zu diesem Zeitpunkt gab es überhaupt keinen Zweifel, dass Jesus nicht wirklich gottgleich von Ewigkeit her als Gott existiert hat. Und deshalb wurden sie jetzt von den Juden verfolgt und wir haben nirgends wirkliche historische Aufzeichnungen, wie viele Christen die Juden wirklich getötet haben und wie viele unter diesen jüdischen Verfolgungen umgekommen sind. Paulus selbst sagt später, als er sich bekehrt hat, dass er dazu verholfen hat, dass die Leute getötet werden, gefoltert werden und verfolgt werden. Also da gab es eine große Verfolgung. Aber dann ist es ja bemerkenswert, wissen wir, ab 60 nach Christus, das heißt noch vor der Zerstörung Jerusalem, haben nicht mehr die Juden die Verfolgung weitergeführt, sondern da kam es, da ging bereits die Verfolgung zu den Römern über. Von Kaiser Nero wissen wir, dass er angefangen hat, die Christen zu verfolgen. Das heißt, das war kurz nachdem das Evangelium überhaupt nach Rom gekommen ist. Aber scheinbar ist das so schnell ausgebreitet worden, dass Nero sofort eine Verfolgung gegen Christen angefangen hat. Und wenn man, und das werden wir jetzt dann gleich sehen, wenn wir jetzt schauen, was war denn die hauptsächliche oder die erste Begründung, warum die Römer die Christen verfolgt haben, dann war es genauso wieder ihr Bekenntnis zur Gottheit Jesu. Und ich habe hier heute dieses Buch, ich habe es euch schon ein paar Mal gezeigt, Christen und Heiden, ein dicker Schmöcker, wie ihr seht, den ich mir da gekauft habe. Und dieses Buch hat mir
in den letzten Monaten wirklich unwahrscheinlich die Augen geöffnet für das, was sich in der frühchristlichen Zeit und zwar gleich nach, auch in dieser Zeit der Apostel, tatsächlich in dieser Geschichte damals abgespielt hat, innerhalb des Römischen Reiches, als sich das Christentum begann auszubreiten. Und vor allem geht dieses Buch in die Zeit hinein nach den Aposteln, bis ins 2., 3. Jahrhundert, 4., 5. Jahrhundert, welche Konflikte da waren. Und ich möchte euch hier heute einiges vorlesen und zunächst einmal hier euch einen Abschnitt hier vorlesen aus dem Buch. Ich habe mir gedacht, der ist so wertvoll und so interessant geschrieben von einem Verteidiger des Christentums, allerdings jetzt schon im zweiten Jahrhundert, also Ende des zweiten, Anfang des dritten, also des dritten, im dritten Jahrhundert eigentlich. Und zwar ein gewisser Arnobius, von dem ich eigentlich bis dorthin noch nie etwas gehört habe. Aber in diesem Buch wird dieser Arnobius als einer der großen Verteidiger des Christentums so um 300 nach Christus beschrieben. Und ich lese euch hier einen Text vor, der uns verständlich machen sollte, wie man hier, wie dieser Arnobius hier die Christen verteidigt hat und damit auch sich selbst, der kurz davor noch selbst ein Heide war. Und erlaubt mir, dass ich diesen Text hier einfach euch vorlese, um euch einen Eindruck zu vermitteln, was sich hier abgespielt hat um diese Zeit. Er sagt hier, es ist hier nicht der Ort darzulegen, wer all diese sind, die uns verurteilen als Christen, woher sie kommen, welches Ausmaß ihr Können und Wissen habt, also wie intelligent diese Leute sind oder wie wenig intelligent, weshalb sie zittern, wenn man Christus erwähnt, warum sie dessen Jünger für hassenswerte Feinde halten. Aber denjenigen, die menschlichen Sinne bekunden, wollen wir jetzt ein für alle Mal mit einer einzigen Definition einprägen. Wir sind nichts anderes als Christen, als Verehrer des höchsten Königs und Herrschers, wie es Christus lehrt. Nichts anderes wird man in dieser Religion entdecken, wenn man sie genau betrachtet. Also mit einem Satz hat er hier zusammengefasst, wenn ihr wissen wollt, wer wir sind, dann sind wir Verehrer des größten und höchsten Königs, des Herrschers des Universums, wie es Christus uns gelehrt hat. Und jetzt geht er auf Christus ein. Aber, und er sagt hier, aber nicht deswegen, sagt man, sind euch die Götter feindlich gesinnt. Also das haben die Römer gesagt, dass die Götter den Christen feindlich gesinnt sind. Weil ihr den höchsten Gott verehrt, sondern weil ihr behauptet, ein Mensch, der geboren und was selbst für niedrige Personen eine Schande ist, am Kreuz hingerichtet wurde, sei Gott gewesen. Und weil ihr glaubt, er lebe noch und ihn in täglichen Gebeten anbetet. Das war hier im dritten Jahrhundert die Begründung, warum die Christen als Feinde des Römischen Reiches und als Feinde Roms genannt worden sind. Und natürlich als Feinde ihrer Götter. Nicht, weil sie den größten Gott verehren, sondern vor allen Dingen, weil sie dort noch einen Gott verehren, der gekreuzigt wurde, der gestorben ist. Und jetzt soll er noch leben oder wiederleben. Und weil er täglich zu diesem Gott betet. Sehr bemerkenswert. Und dann sagt dieser Arnobius hier von sich selber, ich verehrte unlängst, ja welche Blindheit, Bildnisse, die gerade aus den Ofen geholt worden waren, Götter, die auf Ambossen und Hämmern fabriziert worden waren, sowie Elfenbein, Gemälde, Bänder an alten Bäumen, sah ich irgendwann einen geglätteten und mit Olivenöl beschmierten Stein, so verehrte ich ihn, sprach zu ihm, als ob eine Kraft in ihm gegenwärtig wäre, und erbat Wohltaten von einem gefühllosen Block, und die Götter, von deren Existenz ich überzeugt war, beleidigte ich heftig, indem ich glaubte, sie seien Holzstücke, Steine und Gebein oder würden in solcher Materie wohnen. Das erinnert uns an die Propheten Jesaja und Jeremia, die so ähnlich über diese Götter der Heiden geäußert haben. Aber jetzt sagt dieser Arnobius, jetzt aber, nachdem ich von einem so großen Lehrer auf die Wege der Wahrheit geführt wurde, weiß ich, wie es um diese Dinge steht. Denke würdig über das Würdige, beleidige nicht mehr den göttlichen Namen, erweise jeder Person und jedem Wesen, was ihnen gebührt,
ohne Rang und Ansehen zu verwechseln, sollte angesichts dessen Christus von uns, der uns so verändert hat, also nicht für Gott gehalten werden? Oder sollte ihm nicht jede göttliche Ehre erwiesen werden, und zwar die größte, die sich denken lässt, da wir schon seit langer Zeit so große Gaben während unseres Lebens von ihm empfangen haben und noch reichere erwarten, wenn der Tag gekommen ist? Ihr verehrt einen Menschen, der geboren wurde, sagt ihr. Selbst wenn dies wahr wäre, so müsste er doch, wie wir weiter oben gesagt haben, wegen der zahlreichen großzügigen Gaben, die uns von ihm zugekommen sind, als Gott bezeichnet werden und angerufen werden. Da er aber ganz gewiss und ohne den geringsten Zweifel Gott ist, meint ihr etwa, wir wollten leugnen, dass wir ihn aufs Höchste verehren und als Vorsteher unserer Gemeinschaft bezeichnen? Also ist, so könnte jemand voller Wut, Zorn und Empörung sagen, jener Christus Gott? Ja, er ist Gott, werden wir antworten, und zwar Gott der Himmelsmächte. Und was die Gläubigen mit noch heftigerem Schmerzgefühl quälen wird, er wurde um der wichtigsten Angelegenheit willen vom höchsten König zu uns gesandt. Vielleicht fordert unser Gegenüber, nun noch verrückter und rasender geworden, es möge erwiesen werden, dass sich die Sache so verhält, wie wir behaupten. Es gibt keinen stärkeren Beweis als die Glaubwürdigkeit seiner Taten, als das Ungewöhnliche seiner Wunder, als die Überwindung und Auflösung sämtlicher Schicksalsbestimmungen, damit meint er hier den Tod und die ewige Vernichtung. Auch dies haben die Völker und Nationen vor ihren Augen sich ereignen sehen, ohne dass jemand widersprach. Selbst diejenigen, deren alte, von den Vätern überkommenen Gesetze, die Juden, als völlig nichtig und haltlos Abergläubige erwiesen hatte, wagen es nicht, dagegen den Vorwurf des Betrugs zu erheben. Also er hat sich gewagt, hier sogar zu sagen, selbst die Juden, die ja von diesem Gott, von Jesus besucht wurden und von Gott geleitet wurden, wagen es letztendlich nicht, das zu bezweifeln, was über Christus damals im Römischen Reich verkündigt worden ist. Ein Verteidiger, ein Beispiel von einem Verteidiger des Christentums, der hier versucht hat, darzulegen, warum die Römer damals mit dieser Verfolgung gegenüber den Christen begonnen haben. Weil sie einen Gott verehrten, letztendlich von einem Gott behaupteten, er sei ein ewiger Gott, der Mensch hier auf Erden war und schmachvoll am Kreuz umgekommen ist und gestorben ist. Ich habe hier im Internet ein interessantes und ein sehr bekanntes Dokument gefunden, in dem auch eine Zeichnung in einer Katakombe zu sehen ist. Ein Spottkruzifix, wo man einen Halbmensch mit einem Pferdekopf auf einen Kreuz gepfahlt sieht und dann steht darunter, Alexamenos betet seinen Gott an. So hat man die Christen damals dargestellt, als würden sie hier ein Ungeheuer anbeten und haben es so auf diese Art und Weise dargestellt. Und damit hat man hier eine richtige Volksverhetzung gemacht gegen die Christen, die an diesen gekreuzigten Christus glauben. Und jetzt verstehen wir vielleicht noch mehr, warum der Paulus in seinem Korintherbrief gesagt hat, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Heiden, den Griechen eine Torheit. Und diese Griechen waren ja auch sehr stark präsent im Römischen Reich mit ihrer Philosophie. Zu einer Zeit, wo Christen von Jesus als wahren Gott und Schöpfer Himmels und der Erde und einzigen Retter der Menschen überzeugt waren. Das war der Glaube der ersten Christen und der Apostel, unerschütterlich. Aber nun stellen wir uns die Frage, wie kam es letztlich dazu, und das, was wir jetzt über die Christenverfolgungen und hier über diesen Hintergrund aufgezeigt hat, da möchte ich jetzt auf etwas aufmerksam machen, diesen Text, den ich jetzt gerade euch gelesen habe,
der von Anobius geschrieben worden ist im 3. Jahrhundert, wo man den Eindruck bekommt, hier wurde Jesus absolut als höchster Gott dargestellt, stammt das doch aus der Feder eines Mannes, der gleichzeitig in einer Zeit lebte, wo diese Christen im 3. Jahrhundert nicht mehr glaubten, dass Jesus von Ewigkeit her wahrer Gott ist. Sie bezeichneten ihn zwar noch als Gott, aber glaubten nicht, dass er von Ewigkeit her mit seinem Vater gleichzeitig existiert hat. Und das ist das Bemerkenswerte. Und deshalb werden wir uns jetzt die Frage stellen, wie kam es dazu, dass dann später in der Kirchengeschichte auch die Konzilien, die christlichen Konzilien, zwar behaupteten, Jesus sei Gott, aber nicht ein Gott von Ewigkeit her, sondern dass er eben geringer und jünger ist als der Vater, nämlich wirklich der Sohn Gottes. Das ist ein Widerspruch in sich, den wir da finden in der Formulierung. Und die Frage stellt sich, wie kam es dazu? Ihr erinnert euch, vor zwei Abenden habe ich euch einen Text in 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 14 vorgelesen. 1. Korinther 11, Vers 14, wo Paulus davon gesprochen hat, nicht 11, ja, Entschuldige, das ist nicht dieser Text, das ist 2. Korinther 11, Vers 4, nicht 14. Entschuldige, 2. Korinther 11, Vers 4. Da sagt Paulus, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, Paulus lebte zu einer Zeit hier, wo man schon angefangen hat, einen anderen Jesus zu predigen, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr das recht gern. Wir haben also hier einen Hinweis, einen biblischen Hinweis, der ganz deutlich sagt, dass Paulus dort besonders unter den Griechen, das heißt in Griechenland, das war der Brief an Korinther, einer Situation begegnet ist, wo Leute aufgetaucht sind, die einen anderen Christus gepredigt haben. Auch einen anderen Geist, einen anderen Heiligen Geist, als der von den Jüngern gepredigt wurde. Und damit ein ganz anderes Evangelium. Der Apostel Johannes gibt dann in seinem ersten Brief ebenfalls eine ganz klare Andeutung. Hier zur Wiederholung, was wir da schon gelesen haben. 1. Johannes Kapitel 2. Und da wollen wir berücksichtigen, dass Johannes hier seinen Brief natürlich viel später geschrieben hat als Paulus. Paulus hat seinen Korintherbrief natürlich vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben, aber Johannes seinen ersten Brief ziemlich spät nach der Zerstörung Jerusalems, und es könnte sogar sein, wie es manche glauben, dass er es nach der Offenbarung erst geschrieben hat, also nachdem er von Patmos wieder freigekommen ist. 1. Johannes Kapitel 1. Da spricht der Johannes von Wiederchristen, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, so sind nun schon viele Wiederchristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Viele Antichristen. Was sind das für Antichristen? Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Das ist das, was der Apostel Paulus einige Jahrzehnte vorher wahrscheinlich beschrieben hat. Nach seinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen und aus den eigenen Reihen werden Lehrer auftreten, die verkehrte Lehren verkündigen werden. Und die ersten verkehrten Lehren, die wir jetzt in dieser schon apostolischen Zeit finden, waren Lehren, die mit der Gottheit und der Menschlichkeit Jesu zu tun hatten. Und da ging es gerade darum, dass man angefangen hat, diese ewige Gottheit zu bezweifeln. Und das war also nicht erst ein Zweifel, wie es viele Christen oft glauben, der erst durch die Konzilien gekommen ist. Oder manche glauben ja sogar, dass die Jünger selber nie an die ewige Gottheit Jesu geglaubt haben, sondern nur an den Sohn Gottes, der eben nicht von Ewigkeit her gekommen ist. Faktum ist, und jetzt möchte ich euch hier einige historische Fakten vorlegen, die mir wichtig sind,
dass die ersten Konzilien, die dann erst im 4. Jahrhundert stattgefunden haben, also das erste, auf das wir dann hinkommen werden, war das Konzil von Nicea unter Kaiser Konstantin 325. Und bei diesem ersten Konzil wurde letztendlich beschlossen, dass Jesus als Person und als Gott jünger sei als der Vater und geringer sei als der Vater. Wir werden das dann im Text selber sehen, der da besprochen wird. Obwohl viele glauben, dass das Konzil von Nicea beschlossen hat, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war. Und das ist ein Irrtum, hier muss man die Texte genau anschauen. Aber die Frage ist, wer waren die ersten christlichen Lehrer, die angefangen haben, diese ewige Gottheit Jesu zu bezweifeln? Nach meinen Forschungen, die ich gemacht habe, und ich bin da ziemlich, auch durch dieses Buch, das ich da gerade euch vorgestellt habe, bin ich da recht bestätigt worden. Einer der ersten, der angefangen hat, hier die Gottheit Jesu, die ewige Gottheit Jesu anders darzustellen, war einer, der sogar für seinen Glauben an Jesus als Märtyrer gestorben ist. Und zwar war das Justin der Märtyrer, ein ehemaliger griechischer Philosoph, der um 165 nach Christus gestorben ist. Und vorher hat er Christus, also an sich die Gottheit Jesu, den Römern gegenüber verteidigt. Aber er hat eine Argumentation benutzt, die sehr bemerkenswert ist, die heidnische griechische Philosophie mit einbezogen hat. Und über diesen Weg hat er angefangen, hier Jesus als Logos darzustellen, und wie das aus dem Johannesevangelium hervorgeht. Und im Johannesevangelium haben wir diesen Text, nicht? Am Anfang war das Wort, der Logos, und dieser Logos war Gott von Anfang an bei Gott, und durch ihn ist alles geschaffen worden. Und Justin der Märtyrer, der als griechischer Philosoph, war er mit diesem Begriff Logos aus der griechischen Philosophie vertraut. Und als Johannes sein Evangelium geschrieben hat, da gab es viele griechische Philosophen im Römischen Reich, die zum Teil sich auch dann schon dem Christentum angeschlossen hatten und die diesen Begriff des Logos auch aus der griechischen Philosophie herkannten. Und Justin der Märtyrer hat letztendlich angefangen, von einem Logos zu reden, der vom Vater gezeugt wurde. Ich lese euch hier einen Text vor, den er so um 100, wahrscheinlich um 150 herum geschrieben hat nach Christus. Justin der Märtyrer liest aus dem Alten Testament der Heiligen Schrift vom Besuch Gottes bei Abraham in Gestalt dreier Männer in Genesis Kapitel 18, wo Abraham seinen Besuch bekommen hat von Jesus und den zwei Engeln. Und aus diesem Besuch hat Justin der Märtyrer herausgelesen, dass es bei Gott eine Mehrzahl gibt, dass es mehr Personen der Gottheit gibt. Und denn der Logos ist von Gott gezeugt, sagt er hier. Der Sache nach ist der mit Gott identische Logos nur eine andere Bezeichnung für Gott und dieser auch nur ein Denkmodell, und der im Anfang aus Gott gezeugte Logos hat eben einen Anfang und ist Gott in minderer Form. Und da sagt hier der Schreiber in diesem Buch, das ich euch zitiert habe, Justin, der Märtyrer, bediente sich als erster bei der Verteidigung des christlichen Glaubens gegen Heiden und Irrlehrer und den römischen Staat der griechischen und somit heidnischen Philosophie und übernahm dabei ziemlich ungeniert, ganz einfach, Teile der griechischen Mythologie. Und das war für mich eine sehr interessante Information, die hatte ich bis jetzt nicht gehabt, noch nirgends so gefunden. Und ich lese euch hier auch aus diesem Buch heraus, wie Justin der Märtyrer hier mit diesem Begriff Logos umgegangen ist, den wir von Johannes Evangelium kennen, aber er als griechischer Philosoph aus der griechischen Philosophie kannte. Und da sagt er hier in einem Dokument, in einer Apologetik, also in einer Entgegnung an die Römer, die Christen verfolgt haben, damals also im 2. Jahrhundert, und er stand selber unter dieser Verfolgung, und trotzdem, dass er so verfolgt wurde, hat er versucht, den christlichen Glauben zu verteidigen.
Und hier seine Erklärungen, wie er mit diesem Argument umgeht, mit Jesus als dem Logos. Er sagt, wenn wir aber weiterhin behaupten, der Logos, welcher Gott erste Hervorbringung ist, sei ohne Beiwohnung gezeugt worden, nämlich Christus, unser Lehrer, und er sei gekreuzigt worden, gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgestiegen, so bringen wir im Vergleich mit den Zeus-Söhnen, also den griechischen Göttern, nichts Befremdliches vor. Das war seine Argumentation. Wenn wir aber sagen, er sei auf ganz eigene Weise entgegen der gewöhnlichen Abstammung als Logos aus Gott geboren worden, so ist das, wie schon vorhin gesagt wurde, etwas, was wir mit euch gemeinsam haben, mit euch Heiden, mit euch griechischen Philosophen, die ihr den Hermes, also den Gott Hermes, und den von Gott kundebringenden Logos nennt. Das heißt, hier haben wir einen Hinweis, dass auch in der griechischen Philosophie dieser Gott Hermes als Logos bezeichnet wurde, der ebenfalls geboren wurde von einem Gott. Und ihr könnt das im Internet einmal nachschauen, geht einmal hinein, diese griechischen Götter, Hermes, und achtet darauf, was da steht. Fast alle griechischen Götter wurden geboren. Ich habe keinen einzigen griechischen Gott gefunden, der nicht irgendwo geboren wurde, letztendlich oder entstanden ist oder erschaffen wurde, aus dem Chaos, aus dem Urchaos zum Beispiel. Und die meisten Götter sind von anderen Göttern geboren worden. Und Justin der Märtyrer verwendet jetzt dieses Konzept, das den Griechen bekannt war, dass ja auch in der griechischen Mythologie Götter geboren werden, um damit Christus als den Logos, der ebenfalls vom Vater gezeugt wurde, so darzustellen. Und da merkt ihr, das war nicht mehr wirklich der biblische Weg. Hier hat ein griechischer Einfluss, wo man versucht hat, seinen Glauben gegen eine Verfolgungsmacht zu verteidigen, einfach einen Abfall erlebt. Er sagt dann hier weiter, sollte man aber daran Anstoß nehmen, dass er gekreuzigt worden ist, dieser Christus, an dem wir glauben, so hat er auch das mit euren vorhin aufgezählten Zeus-Söhnen, zum Beispiel Hermes, Asklepios, Dionysus, Herakles, alles Götter, die in der griechischen Mythologie gestorben sind. Und einer der Herakles, von dem findet man auch, dass er wieder auferstanden ist. Und Justin der Märtyrer argumentiert hier so und sagt, auch eure Götter sind ja gekreuzigt und sind getötet worden, jeder auf seine Art und Weise. Er sagt hier, die auch gelitten haben, denn von diesen werden nicht gleiche, sondern verschiedene Todesarten erzählt, so dass er auch in der ihm eigentlichen Todesart ihnen nicht nachsteht, also Christus. Er hat versucht, fast alle griechischen Götter sind gestorben, jeder auf eine furchtbare Art und Weise. Unser Gott ist auch gestorben, nur auf eine andere Art und Weise. Wenn wir ferner behaupten, sagt er weiter, er sei von einer Jungfrau geboren worden, müsstet ihr hierin eine Übereinstimmung mit Perseus zugeben, also einen Gott, der ebenfalls in der griechischen Mythologie von einer Jungfrau geboren wurde. Sagen wir endlich, er habe lahme, gichtbrüchige und von Geburt an Siechende gesund gemacht und Tote erweckt, so wird das dem gleichgehalten werden können, was von Asklepios erzählt wird, ein griechischer Gott, der dann für die Medizin gestanden ist, der auch Wunder gewirkt hat in der Mythologie. Aber nicht deshalb, weil wir dasselbe wie sie lehren, verlangen wir Annahme unserer Lehre, sondern deshalb, weil wir die Wahrheit sagen. Also Justin der Märtyrer hat hier versucht zu sagen, im Grunde genommen glauben wir vom Prinzip her nichts anderes von Jesus als das, was ihr von euren Göttern sagt. Nur das, was eure Götter sind, das ist alles Lüge, das ist Betrug, denn das haben sie auch ganz klar vermittelt. Das sind Erfindungen von Philosophen, aber wir verkündigen hier die Wahrheit. So viel Wahrheit dahinter ist, so viel Tragik ist also auch in dieser Argumentation, dass hier der Zeitpunkt begonnen hat, wo man angefangen hat von wirklich christusgläubigen Menschen, und Justin der Märtyrer hat wunderbare Erklärungen geschrieben über das Christentum, hat das Evangelium auf wunderbare Weise dargestellt auf der anderen Seite.
Aber hier merkt ihr, ist ein Einfluss hineingekommen, wo man angefangen hat, diese ewige Gottheit Jesu der griechischen Mythologie anzupassen. Sehr bemerkenswert. Ein anderer nach ihm, das war Tatian, ein sehr bekannter römischer Schreiber, der ebenfalls ursprünglich Heide war, aber sich zum Christentum bekehrt hat, so wie Justin der Märtyrer. Um 165 nach Christus hat er eine Rede an die Griechen gehalten, die niedergeschrieben worden ist. Man weiß nicht genau, was sie in Rom den Griechen gehalten hat oder in Athen. Aber es war ja damals alles römisches Reich, ja. Und da sagt er, wir sind ja keine Narren, ihr Griechen, und wir reden keinen Unsinn, wenn wir verkündigen, dass Gott in Menschengestalt erschienen ist. Also hier die Betonung, Gott ist in Menschengestalt erschienen, in Jesus. Die ihr uns verspottet, vergleicht doch eure Mythen mit unseren Erzählungen. Betrachtet eure eigenen Legenden, akzeptiert uns, selbst unter der Voraussetzung, als würden wir nur ähnliche Mythen erzählen. Auch hier habt ihr den Gedanken drinnen, dass hier diese griechischen Gelehrten, und das waren führende Leute, die Verteidiger des Christentums hier, die irgendwo diese Parallelen gesehen haben zwischen griechischer Mythologie und dem, was sie jetzt angefangen haben, von Jesus zu glauben. Das aber nicht mehr in voller Übereinstimmung mit dem stand, was das Evangelium von Jesus gesagt hat. Nämlich die Ewigkeit Jesu ist ausgeblendet worden, obwohl sie noch immer Jesus als Erlöser, als Gott verehrten und ihn als Gott, der Mensch geworden ist, angesprochen haben und an ihn geglaubt haben und ihn angebetet haben. Aber merkt ihr, wie schlau hier offensichtlich Satan vorgegangen ist? Es hat ihm nichts ausgemacht, dass diese Leute für diesen Christus, an den sie geglaubt haben, vor die Löwen geworfen wurden, furchtbar gequält worden sind und auf abscheulichste Weise umgekommen sind. Es hat ihnen nichts ausgemacht, dass sie von Jesus zeugen, aber sie haben nicht mehr so das Zeugnis von Jesus abgelegt, wie es eigentlich die Apostel ganz klar gemacht haben, auf diese Ewigkeit hingewiesen. Einer der nächsten Kirchenväter war Irenäus, 180, und ich habe in manchen christlichen Büchern ganz andere Informationen gefunden, als ich sie jetzt hier durch diese Bücher und auch durch viele andere Forschungen, die ich gemacht habe, bestätigt gefunden habe. Irenäus hat etwa um 180 sein Buch gegen die Häresien geschrieben, ein sehr interessantes Buch, das man auch im Internet runterladen kann, wo man einen Einblick bekommt, was für Irrlehren sich bereits durch die griechische Philosophie im 1. und im 2. Jahrhundert ausgebreitet haben. Und auch er spricht hier von Jesus. Ich lese euch einen Text vor, wo er sagt, wenn aber jemand uns fragen sollte, wie ist also der Sohn vom Vater hervorgebracht? Merkt ihr schon allein die Frage, fragt uns, wie der Sohn vom Vater hervorgebracht wurde, dann antworten wir ihm, seine Emanation, seine Herkunft oder Geburt oder Aussprechung oder Eröffnung oder wie man seine unaussprechliche Geburt nennen möge, weiß niemand. Also er macht hier aus der Geburt Jesu, aus der Tatsache, dass Jesus von seinem Vater geboren hervorgebracht wurde, ein großes Geheimnis. Das weiß niemand. Und dann zählt er Leute auf, die damals das Ganze, diese Philosophie über Jesus, über den Logos verdreht haben. Und da sagt er, weder Marcion, noch Valentius, noch Saturnius, noch Basilides, das waren Lehrer, von denen offensichtlich der Johannes auch Bescheid gewusst haben musste, wie die schon sehr früh angefangen haben, zum Teil diese Irrlehren zu verbreiten. Und er sagt, geht weiter, Irenäus, keiner dieser Leute weiß es, obwohl sie vorgegeben haben, das zu wissen. Dann geht er weiter und sagt, noch die Engel oder Erzengel oder Fürsten oder Herrschaften, sondern nur der Vater, der hervorbrachte und der Sohn, der gezeugt wurde. Da also seine Geburt unaussprechlich, das heißt unerklärbar ist, so übernehmen die, welche sich bemühen, seine Geburt und Hervorbringung zu beschreiben, was diese Philosophen natürlich dann gemacht haben, sie überheben sich selbst, sie versprechen sich, und indem sie versprechen, das Unaussprechliche auszusprechen
Und den, welchen sie den Unaussprechlichen, Unnennbaren heißen, den verkündigen sie, gleich als ob sie selbst bei seiner Geburt geholfen hätten. Und da geht es nicht um die Geburt als Mensch, sondern da geht es um die Geburt Gottes, also Jesu, vor seiner Menschwerdung, irgendwo in Zeiten der Ewigkeit. Das ist hier das Argument von Irenäus um 180, das heißt schon im 2. Jahrhundert hat man hier angefangen, ganz deutlich nacheinander den Sohn als eine Zeugung vom Vater darzustellen. Ein anderes Zitat hier, wo Irenäus sagt, wo er die Allwissenheit Jesu auch in Frage stellt. Er sagt hier, sollte nämlich jemand fragen, warum denn der Vater, der dem Sohn doch alles mitteilt, wie der Herr ausdrücklich erklärte, den Tag und die Stunde allein weiß, dann kann er keine passendere, geziemendere und gefahrlosere Erklärung für die Gegenwart finden, weil doch der Herr, der allein wahrer Lehrer ist, als dass wir von ihm lernen, dass der Vater der Allerhöchste ist. Der Vater ist nämlich größer als ich, da zitiert er jetzt Jesus. Und deswegen hat also unser Herr gelehrt, Jesus also, dass auch hinsichtlich seiner Erkenntnis der Vater allen überlegen ist. Und ihr erinnert euch, das ist auch ein Argument der Zeugen Jehovas zum Beispiel, diese Tatsache, dass Jesus an einer Stelle sagt, Zeit und Stunde weiß niemand, sondern allein der Vater im Himmel. Weder der Sohn noch die Engel wissen das, sondern nur der Vater, dass auch hier die Zeugen Jehovas dieses alte Argument benutzen, das hier also Irenäus offensichtlich als erster hier verwendet hat, dass das ein Grund sei, warum Jesus nicht von Ewigkeit her Gott sein kann, nicht allmächtig und nicht allwissend. Weil man hier nicht bedenkt, dass Jesus hier als Mensch gesprochen hat und als Mensch nicht gewusst hat, wann der Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu stattfinden wird. Und das hat hier Irenäus also als Beweis dafür genommen, auch dass Jesus nicht wirklich dieser absolute gottgleiche, diese gottgleiche Persönlichkeit darstellt. Das war also nicht erst eine Erfindung, und ich möchte es noch einmal betonen, der Kirchenkonzile im 4. Jahrhundert, sondern das sind schon Kirchenväter gewesen und Gelehrte, die um solches Glaubenswillen von den Römern verfolgt wurden. Bedenken wir, dass das Menschen waren, die hier, wir haben wahrscheinlich keine Erklärung, wie das möglich war, dass solche gläubigen Menschen, die so für den christlichen Glauben eingetreten sind und wenn man ihre Schriften kennt und die an furchtbare Qualen ausgestanden haben und mit Mut hier vor die Löwen geworfen worden sind, dass sie hier schon so einen Irrweg beschritten haben in Bezug auf die Gottheit Jesu. Aber da merken wir, wie hier wirklich Satan ein großes Werk getan hat, um Menschen gerade daran irgendwo zu hindern, diese wahre Persönlichkeit Jesu zu verstehen. Und wir verstehen vielleicht, warum das so wichtig ist, dass wir darüber reden. Ein weiterer Mann, Clemens von Alexandria, um 195 nach Christus, also die kamen so nacheinander, zum Teil waren sie Zeitgenossen, der eine ist gestorben, der andere war schon geboren, aber noch nicht erwachsen, und so ist es weitergegangen, und so hat einer dieser Kirchenlehrer, und das waren Bischöfe, das waren hauptsächlich die Verantwortlichen, die damals die christlichen Gemeinden geführt haben, diese Leute, die sich dann nach und nach einer vom anderen irgendwas übernommen hat. Clemens von Alexandrien sagt hier, Jesus sei von Gott gezeugt und habe seinen Ursprung im Vater. Ich habe heute in diesem Buch, das ich euch vorgelesen habe, dann trotzdem ein Zitat von ihm gefunden, wo er dann trotzdem vom ewigen Jesus spricht. Und das ist sehr bemerkenswert, auf der einen Seite vom ewigen Jesus zu sprechen und dann trotzdem davon zu sprechen, dass Jesus vom Vater gezeugt wurde. Und wir werden das dann bei der Formulierung in den Konzilien finden, wo ich das erklären werde, wie man das hier zu verstehen hat. Das heißt also, die Idee, dass Jesus ein vom Vater gezeugter war, ist nicht erst von Athanasius erfunden worden, der dann im Konzil zu Nicäa unter Kaiser Konstantin Recht bekommen hat gegen Arius, sondern lange bevor, über 100 Jahre vorher, 150 Jahre vorher schon, haben hier Kirchenväter angefangen, in dieser Richtung zu predigen. Ein weiterer, der etwas einige 10, 20 Jahre später war, das war Tertullian, auch der um 200 gestorben ist.
Er sagt, es gab eine Zeit, da der Sohn noch nicht existierte. Ehe alles da war, war Gott allein. Also alles in dieser Richtung. Ein Zitat, das ich gefunden habe, wo der Tullian seine Sicht von Jesus als Sohn Gottes verteidigt hat, gegen eine Bewegung, die es ebenfalls gab unter den Christen damals, die sogenannten Monarchisten. Und das waren Leute, die geglaubt haben, dass Jesus und der Vater alles eine Person ist und auch der Heilige Geist. Dass man zwar von drei Namen spricht, von drei Personen, die aber alle wieder nur eine Person darstellen. Und das ist ein Glaube, der auch heute noch vielfach in der Kirche so gesehen wird. Und da gab es auch eine starke Bewegung. Das heißt, vielleicht füge ich das jetzt hier ein, das, was wir hier besprechen, das waren also harte theologische Auseinandersetzungen, die Christen, die Verteidiger des Christentums, mit den griechischen Philosophen diskutiert haben, die aber an der Basis der römischen Christenverfolgung standen. Denn diese Philosophen haben den Römern die geistige Grundlage vermittelt, warum die Christen nicht leben dürften, warum die Christen ausgerottet werden dürften. Weil sie hier einen Gott anbeten, der gekreuzigt wurde und der gestorben ist und der soll ein ewiger Gott sein. Also sehr bemerkenswert, dieser theologische Abfall hat also stattgefunden in der Zeit größter Verfolgungen unter den Römern. Und je größer die Verfolgungen waren, desto mehr ist dieser Konflikt um die Trinität ausgebrochen und hat sich da entwickelt. Das ist ein interessanter Hintergrund, den man da wissen sollte. Und gerade wegen diesem Bekenntnis, weil sie sich zu Jesus als Gott, obwohl sie nicht mehr ihn als ewigen Gott bezeichnet haben, sind sie deshalb trotzdem von den Römern verfolgt worden. Denn den Römern war es völlig egal, ob das jetzt ein ewiger Gott ist oder nur irgendein Gott ist. Hauptsache, sie dürften ihn nicht anbeten, sondern sie sollten den Kaiser anbeten. Und so wurden sie gezwungen, den Kaiser als Gott zu verehren. Aber diese Erklärungen, die wir hier haben, dienten natürlich den Christen auch, ihren Glauben zu begründen, warum sie nicht bereit sind, die Götter der Römer anzubeten, weil das alles erfundene Götter sind, die Menschen erfunden haben. Und so war dieser Konflikt also auf dieser Ebene. Der Tullian um 230 sagt hier zum Beispiel auch, als Gott sprach, es werde Licht, das ist die eigentliche Geburt des Wortes, des Logos. Also wieder eine neue Idee, die aufgekommen ist, als Gott damals mit der Sechstageschöpfung begonnen hat und gesagt hat, es werde Licht, hat er damit das Wort geschaffen. Zum ersten Mal hat Gott hier das Wort geschaffen. Der Herr gründete mich am Anfang der Wege, da wurde Sprüche 8,8 in Verbindung gebracht und dann heißt es, durch sein Ausgehen aus ihm, also das Ausgehen des Sohnes aus ihm ist es, oder des Wortes, durch das Ausgehen seines Wortes, des Logos aus ihm, ist es sein eingeborener Sohn geworden, weil er vor allem geboren und zugleich einziger Sohn, weil allein aus Gott geboren, im eigentlichen Sinne aus dem Mutterschoße seines Herzens, wie der Vater selbst bezeugt. Also eine sehr bemerkenswerte Richtung, die immer intensiver in diese Richtung gegangen ist, dass Jesus als Logos nicht von Ewigkeit her existiert, sondern eben von Vater gezeugt wurde. Und das hier im Zusammenhang mit der Erschaffung des Lichts, dass hier Gott gesprochen hat, dass er das Wort gesprochen hat, wurde damit der Sohn gezeugt. Eine Information, die ich bisher noch nirgends gefunden hatte, die ich noch nie hatte. Aber das sind Hintergründe, die es wert sind, dass wir sie kennen. Um 250 herum lebte Origenes, ein sehr bekannter Kirchenvater, der natürlich auch schon an die unsterbliche Seele geglaubt hat und so weiter. Er sagt, ihr Vater und Sohn sind zwei hinsichtlich ihrer Substanz und ihres Wesens. Verglichen mit dem Vater ist der Sohn ein ganz kleines Licht. Merkt ihr, da wird Jesus immer kleiner. Christus, der eingeborene Gottessohn, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, hier zitiert der Kolosser 1,15 und hier wird dieser Begriff der Erstgeborene falsch gedeutet, nicht so, wie es im biblischen Zusammenhang zu deuten wäre, dass es nämlich hier um den einzigen, um diesen besonderen geborenen Jesus, der als Mensch geboren wurde, gegangen ist. Und
den wir Herrn nennen, so sagt hier Origenes, der einzige vor Ewigkeiten aus Gott geborene Sohn Gottes. Christus ist nach Gott der höchste Geist. Durch ihn ist alles geworden. Das ist die Sicht von Origenes um 250 nach Christus. All das zeigt, wie die bedeutendsten Führer der christlichen Gemeinden zu dieser damaligen Zeit schon während dieser ganzen Verfolgungszeiten einen völligen Abfall von dieser wahren Gottheit Jesu erlebt haben und damit auch andere Irrlehren eingeflossen sind über die Menschwerdung Jesu, über die Natur Jesu und auch über die Unsterblichkeit, über viele andere Fragen sind da parallel gelaufen. Also es ist mir hier wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht dem Irrtum verfallen sollten, dass solange die Christen im Römischen Reich unter Verfolgung standen, sie die absolute Wahrheit hatten. Sondern durch die griechische Philosophie hat hier offensichtlich ein Prozess stattgefunden, der zu einem Jahrhunderte- und Jahrtausenden Abfall weiter in der Kirchengeschichte dann geführt hat. Eine ganz neue Entwicklung gab es dann. Bis jetzt haben wir nur gehört, dass da Leute gewesen sind, die der Überzeugung waren, dass Jesus ein vom Vater gezeugtes Wesen sei. Jetzt kam einer auf und ich habe hier die Information von Hippolyt von Rom als ersten, den ich da gefunden habe, der etwa um 235 vor Christus, also nach Christus, gestorben ist, also auch schon im frühen dritten Jahrhundert gelebt hat. Und von ihm habe ich jetzt den ersten Hinweis gefunden, dass er der Erste war, oder möglicherweise gab es schon andere, aber von ihm habe ich den Hinweis, dass er angefangen hat zu sagen, dass Jesus nicht vom Vater gezeugt, sondern dass er ein Geschöpf Gottes war, vor den Engeln, vom Vater geschaffen. Und mit diesem Augenblick ging es jetzt in der Kirchengeschichte, auch während dieser Zeit der Verfolgungen, plötzlich unter den Christen um einen Konflikt. Ist Jesus jetzt ein geschaffenes Wesen oder ein gezeugtes Wesen? Vom Vater geboren oder vom Vater äußerlich von ihm geschaffen? Und Hippolyt hat sich hier auf eine Stelle in der Offenbarung bezogen, die sehr missverständlich ist, und das ist übrigens auch die Sicht, die die Zeugen Jehovas heute noch vertreten, dass Jesus nicht gezeugt wurde, sondern geschaffen. Eine Sicht, die dann später dieser Arius vertreten hat, die sogenannten Arianer, auf die wir dann gleich kommen werden. Und aufgebaut wurde das, Offenbarung 3, in der Botschaft an Laodicea, Vers 14, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, da sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Dieser Anfang der Schöpfung Gottes wird so interpretiert, als wäre Jesus der die erste Erschaffung des Vaters war. Aber der Text kann auch bedeuten, und aus dem Griechischen geht das auch so hervor, und aus dem Gesamtzusammenhang, den wir aus der Bibel haben können, kann das nicht bedeuten, dass Jesus die erste Schöpfung ist, denn sonst wäre er nicht ewig, sondern dass durch ihn Gott die Schöpfung begonnen hat. Er, der Logos, durch den alles gemacht ist, was im Himmel und auf Erde existiert. Und eine Umdeutung dieses Textes hat hier Leute, Kirchenlehrer dazu geführt, dass sie Jesus nicht mehr als gezeugt vom Vater, sondern als geschaffen dargestellt haben. Und ab diesem Zeitpunkt war ein eigentlich erst der richtige Trinitätsstreit losgegangen. Hippolyt von Rom, der hier das erste Mal so etwas geäußert haben sollte, dann kam Arius, um etwa 300 hat dieser Bischof von Alexandrien, Arius, diese Idee weitergeführt und hat sie ganz intensiv argumentiert mit biblischen Aussagen. Die einen haben mit den Texten operiert, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und die anderen haben hier mit diesem Text operiert, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Also jeder hat seine Bibeltexte gehabt und alle beide haben sie eigentlich missbraucht und falsch gedeutet. Jedenfalls ist dieser Konflikt über diese Trinität geschaffen und gezeugt. Es ist also nicht mehr darum gegangen, ob Jesus jetzt ewiger Gott ist,
Offensichtlich, also ich habe jetzt keine Spuren mehr gefunden, interessanterweise in diesem zweiten, dritten Jahrhundert, dass es da noch irgendwelche laute Stimmen gab, die sich gegen diese Tendenz gewehrt hätten, dass Jesus gezeugt oder geschaffen wurde, sondern von Ewigkeit her existent war. Offensichtlich sind diese Stimmen, ist dieser Glaube völlig verschwunden im zweiten, dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert. Und das Christentum hat sich zerrissen, innerhalb, also theologisch zerrissen. Sie haben einen riesen theologischen Streit untereinander gehabt, während sie von den Römern verfolgt wurden. Alle, weil sie den Kaiser nicht als Gott verehrten. Und dann kam es zu dieser Zeit von Kaiser Konstantin. Und es ist auch sehr interessant, dass diese christlichen Verteidiger immer wieder die Kaiser und die Verantwortlichen in diesen Ländern, die Statthalter, gebeten haben, dass die Christen ihren Glauben begründen dürften, warum sie die Götter nicht bereit sind anzubeten, die von ihnen verlangt werden, und warum sie nicht bereit sind, den Kaiser anzubeten. Und sie haben immer wieder verlangt, hört uns doch an, wir möchten gerne unsere Begründungen angeben. Und in diesem Buch, das ich euch da vorhin zitiert habe, ist immer wieder erklärt worden, dass ihnen die Kaiser und diese Verantwortlichen und auch die Philosophen, die da hinter ihnen standen, keine Chance gegeben haben, ihren Glauben zu verteidigen, vernünftig zu verteidigen, sondern man hat sie einfach gezwungen, abzuschwören und das zu glauben, was ihnen da aufgezwungen wird, und nicht zu diskutieren. Also eine sehr bemerkenswerte Haltung, die dann später von der Kirche übernommen worden ist. Und das ist hier schon im zweiten, dritten Jahrhundert haben diese Christen darum gerungen, dass ihnen doch die Gelegenheit gegeben wird, ihren Glauben vernünftig zu begründen und zu erklären. Kaiser Konstantin, und das war auch interessant, diese christlichen Verteidiger haben natürlich immer auf das römische Recht berufen, dass sie gesagt haben, wie könnt ihr Leute verurteilen, ohne sie vorher anzuhören? Das entspricht nicht dem Recht. Ihr lässt sogar Verbrecher und Mörder ein gerechtes Urteil zukommen, und die Sache wird untersucht. Und unsere Sache erlaubt ihr nicht, dass sie untersucht wird. Also es ist sehr bemerkenswert, dass man den Christen keine Möglichkeit gegeben hat, vor ein richtiges Gericht zu gehen. Aber Kaiser Konstantin war wieder einer, der gemeint hat, man müsse den Christen doch die Gelegenheit geben, ihren Glauben auch richtig zu begründen. Und das war letztendlich der Grund, warum er als Kaiser ein Konzil einberufen hat. Es sollte ein Konzil sein, wo diese verschiedenen Parteien, die sich da gebildet haben, das Römische Reich theologisch und richtig auch inhaltlich auseinanderzureißen drohten. Kaiser Konstantin wusste, dass die Gelehrtesten unter ihnen Christen geworden sind, und jetzt sind sie da in so einen Streit verwickelt. Und das hat ihn eigentlich dazu bewogen, das Konzil von Nicäa einzuberufen, 325. Und da kam es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen Arius, der Bischof von Arius, und der Bischof von Athanasius. Und die hielten sich zum Teil sogar die Waage, zum Teil waren mehr Bischöfe auf der Seite derer, die an die Zeugung Jesu glaubten, und weniger Bischöfe, die an die Erschaffung Jesu glaubten. Und um diese Frage ging es. Es ging nicht darum, ob Jesus von Ewigkeit her Gott ist, als eigenständige Person, eben den Vater, sondern es ging bei diesem Konzil und auch bei allen anderen Konzilen nur mehr darum, ist Jesus geschaffen oder ist er gezeugt worden. Und hier ein Text aus diesem Konzil, das dann ein Schlusstext war, durch den dann Arius verurteilt wurde und dann verbannt wurde und auch unter den Bann gestellt wurde vom römischen Kaiser und von dem Konzil. Und dieser Text heißt folgend: Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Merkt ihr, hier ist nicht Jesus mehr der Schöpfer aller Dinge, sondern es ist hier der Vater, der alles geschaffen hat. Und an den einen Herrn Jesus Christus. Wir glauben auch an diesen einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, also sie bezeichnen ihn immer noch als Gott, der aber von Gott gekommen ist, Licht vom Licht, also
Licht gewesen, aber vom Licht gezeugt. Als Gott gesprochen hat, es werde Licht, hat er damit also offensichtlich dieses Licht, das Wort, den Logos geschaffen, wie es die griechischen Philosophen, also die Kirchenväter vorhin diskutiert haben. Wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, aber nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Also jetzt doch wieder durch ihn. Vorher also der Vater, der alles geschaffen hat. Und jetzt kommt die Formulierung, durch ihn, durch Jesus ist alles geschaffen. So hat man hier doch wieder das versucht, das zu verbinden, dass Jesus nicht ganz von dieser Schöpfung losgesprochen wird, aber trotzdem eben nicht dieser ewige Gott dargestellt wird. Das hat das Konzil beschlossen. Und Arius, die Lehre von Arius wurde verbannt, das erste Mal 325. Und das, was hier beschlossen worden ist auf diesem Konzil, ist letztendlich bis heute die katholische Dreieinigkeitslehre geblieben. Ich habe die Information gefunden, dass es über diese Frage der Gottheit Jesu, ist er geschaffen, ist er gezeugt, wie ist die Trinität? Es ist interessant, dass bei dem katholischen, also bei diesem Konzil von Nicea, die Frage nach dem Heiligen Geist noch nicht besprochen wurde. Das war noch kein Thema. Das ist erst später dazugekommen. Aber es gab im Laufe der Kirchengeschichte etwa 45 Konzilien, die sich nur mit der Frage der Gottheit Jesu beschäftigen. Gezeugt oder geschaffen? Die Frage nach der Ewigkeit war dann nie mehr richtig in Diskussion. Das ist sehr bemerkenswert. Im katholischen Weltkatechismus könnt ihr die Formulierung finden, wie hier der Beschluss vom Konzil zu Nicea interpretiert wurde. Und da wurde auch ein Gedanke über den Heiligen Geist mit hineingebracht, ja, wo in der Katechismus zu finden ist, was sie sagen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht. Und dieser Satz in dem Bekenntnis wird vom neuen Weltkatechismus der katholischen Kirche wie folgt kommentiert. Ich lese euch jetzt diesen Text vor. Die Kirche anerkennt dadurch den Vater als den Quell und Ursprung der ganzen Gottheit, so wie es das Konzil von Nicea formuliert hat. Die östliche Tradition bringt vor allem zum Ausdruck, dass der Vater der erste Ursprung des Geistes ist, gemäß der ewigen, der göttlichen Personen in ihrer wesensgleichen Gemeinschaft ist der Vater der erste Ursprung des Geistes, als Ursprung ohne Ursprung, aber auch als der Vater des eingeborenen Sohnes, zusammen mit diesem das eine Prinzip aus dem Heiligen Geist, aus dem der Heilige Geist hervorgeht. Das heißt, nach dieser Erklärung hat es auch den Heiligen Geist noch nicht in der Form gegeben, wie wir es heute glauben. Erst durch den Vater ist der Heilige Geist aufgekommen. Ja, da bin ich herausgeflogen, habe ich gemerkt. Offensichtlich, könnt ihr mich hören? Es ist offensichtlich da eine Unterbrechung eingetroffen. Okay. Gut, bei mir hat sich hier etwas eingezeigt, dann geht es weiter. Gut, also diese Formulierung, wie es die katholische Kirche heute hat, entspricht genau dem, wie es im Konzil von Nicea drinnen ist. Ich lese euch hier noch ein anderes Bekenntnis vor, das um 500 nach Christus definiert worden ist, also 170, 75 Jahre nach dem Konzil von Nicea ist noch einmal eine Formulierung getroffen worden über dieses Trinitätsverständnis. Und da heißt es unter anderem, da gab es schon eine Androhung. Wer das selig werden will, der muss vor allem an dem katholischen Glauben festhalten. Jeder, der diesen nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Der Vater ist Gott, und jetzt achtet, wie es hier formuliert wird, wo man den Eindruck hat, das passt alles, und doch passt es nicht. Der Vater ist Gott,
der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott. Dem könnten wir grundsätzlich zustimmen. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr. Und doch sind es nicht drei Herren, sondern ein Herr. Der Vater ist von niemandem gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn aber ist vom Vater allein nicht gemacht, noch geschaffen, aber gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend als eine Kraft und nicht in dem Sinn als eine Person. Merkt ihr, das ist hier um 500 von der katholischen Kirche so formuliert worden, also von den Bischöfen in Rom. Damals hat es zu dieser Zeitpunkt, hat es bereits das Papsttum immer mehr, ist zur Autorität gekommen und da wurden die Leute schon gezwungen, in dieser Form zu glauben. Aber schon vorher, das war jetzt ein Zitat, 500 nach Christus, aber um 380 nach Christus, 500 nach Christus, Entschuldigung vorhin, ja. Aber um 380 schon nach Christus, das war kurz nachdem Kaiser Konstantin das Christentum zur freien Religion erklärt hat, wo es dann wo die christliche Religion zur Staatsreligion geworden ist, da haben bereits Kaiser Theodosius, Kaiser Gratian und Kaiser Valentinian ein Edikt herausgegeben. Und ich lese euch den Text dieses Ediktes vor. So schnell hat sich die Sache geändert. Das heißt, die Christen, die 100 Jahre noch vorher oder 80 Jahre noch vorher verfolgt worden sind von den römischen Kaisern, haben jetzt die Erlaubnis bekommen, eine Staatsreligion zu sein. Und jetzt wurde ihnen aber auch gleichzeitig Theologie aufgezwungen. Und das heißt hier von diesen drei Kaisern, es ist unser Wille, dass die Völker, die durch unsere Milde und Gnade regiert werden, unerschütterlich an der Religion festhalten, die der heilige Petrus den Römern eingeprägt hat und treu an der Tradition festhalten, wie auch derzeit durch den Papst Damasus und ebenso durch Petrus, den Bischof von Alexandrien, einem Mann von apostolischer Heiligkeit bekundet wird. Und da ging es bereits um dieses athanasische Glaubensbekenntnis, um diese Trinität und all die Lehren, die damals dann schon verkehrt waren. Übereinstimmend mit der Lehre der Apostel und des Evangeliums glauben wir an die einzigartige Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, alle von einer gleichen Majestät und frommen Dreieinigkeit. Wir bevollmächtigen die Anhänger dieser Lehre, den Namen katholische Christen zu tragen. Also, wenn man den Text liest, hat man den Eindruck, das ist genau die richtige Trinitätsverständnis der Bibel. Aber das, was wir vorhin an den Texten wirklich gesehen haben, habt ihr gemerkt, da war nicht mehr diese wahrhaftige Darstellung dessen, wie die Bibel Vater, Sohn und Heiligen Geist darstellt. Dann heißt es hier weiter in diesem Edikt, alle übrigen, die das nicht so glauben, sind wahnwitzige Verrückte. Wir brandmarken sie mit dem schädlichen Namen Ketzer und erklären, dass sich ihre kleinen Versammlungen nicht länger missbräuchlich den geachteten Namen Kirche aneignen dürfen. Das heißt also, alle, die jetzt dieses athanasische Glaubensbekenntnis, das besagt, dass Jesus Christus ein gezeugter Sohn vom Vater ist, nicht mehr geglaubt haben, sondern eher geglaubt haben, dass Jesus geschaffen wurde, um das ging es, die wurden als Verrückte und als Ketzer verurteilt. Außer der Verdammung durch die göttliche Justiz sollten sie strenge Bestrafung erleiden, deren Angemessenheit unserer durch göttliche Weisheit geleiteten Autorität unterliegt. Drei römische Kaiser, die gleichzeitig regiert haben an unterschiedlichen Plätzen im Römischen Reich, haben einen solchen Beschluss gefasst auf der Basis eines bischöflichen Konzils, nicht, wo hier schon Rom sehr stark die Oberhand gewonnen hat. Dieser Streit hat sich natürlich verbreitet. Ich lese euch hier einen Text vor von Gregor von Nyssa, ein Bischof von Nyssa um 380 nach Christus, der in Frankreich gelebt hat damals. Der sagt, der Streit verbreitete sich weiter und wurde immer wilder, so wie er sich ausbreitete. Alle Klassen nahmen daran teil und fast alle mit der gleichen Energie. Bischof stand gegen Bischof auf, Bezirk gegen Bezirk, nur mit Wellen zu vergleichen, die an einem stürmischen Tag gegeneinander schlagen. Und jetzt achtet, was hier passiert ist. Die römischen Verfolgungen gegen die Christen haben aufgehört.
Obwohl die sich schon lang gestritten haben um die richtige Gottheit Jesu und kaum haben die Christenverfolgungen aufgehört, wurden dann hier die Christen verfolgt, die nicht die richtige Sicht nach römischer Vorstellung über die Gottheit Jesu hatten. Die Diskussionen waren so wild, heißt es hier in diesem Text von Gregor von Nyssa, dass sie in den heidnischen Theatern parodiert wurden. Kaiserliche Statuen wurden an den öffentlichen Plätzen, wo die Debatten stattfanden, zerstört. Der allgemeine bekannte Name, durch welchen die Arianer und ihr System bezeichnet wurden, war die Manischen oder die Ariomanischen. Also man hat sie als manisch Kranke bezeichnet, weil sie geglaubt haben, dass Jesus nicht gezeugt, sondern geschaffen wurde. Und ihr merkt durch diese Beschreibung, dass hier eine Verfolgung losgetreten wurde, das ganze Römische Reich und hier bereits schon die Völker, die angefangen haben, das Römische Reich zu zerstören in der Völkerwanderung, die haben hier diese falschen Lehren angenommen. Wie wir gemerkt haben, auf beiden Seiten stand man nicht mehr in Übereinstimmung mit der Bibel und trotzdem hat man sich gegenseitig umgebracht. Das war eine Zeit, wo wirklich niemand mehr im ganzen Römischen Reich an diesem Thema vorüberkommen konnte. Es ist auch sehr bemerkenswert, dass in der Zwischenzeit auch dieses Konzil über die Sonntagsfeier gekommen ist, 321 schon vorher, und auch dort wurden die Leute in den Bann gestellt, die dann noch den Sabbat gehalten haben. Also das ist parallel gelaufen, das Konzil von Laodicea, das war 364 nach Christo. Da heißt es hier, sie zwang nicht allein jedermann, also dieses Konzil, den Sonntag zu beobachten, sondern auf dem Konzil zu Laodicea sprach sie den Bannfluch über alle diejenigen aus, welche an den Beobachtungen des Sabbats des Herrn festhielten und nötigte alle unter Strafe des Verfluchtwerdens am 7. Tage alltägliche Arbeiten zu verrichten. Ihr merkt also, wie hier in der Kirchengeschichte von der Zeit der Apostel an, von den Juden angefangen, wegen der Gottheit Jesu, wegen dem Glauben an Jesus und dann über die Römer und dann unterhalb von Christen die Verfolgungen losgegangen sind. So dass man zusammenfassend sagen kann, der größte Streit in der Kirchengeschichte und die größten Verfolgungen, hier haben hunderttausende Menschen ihr Leben verloren, weil sie eine unterschiedliche Sicht von Jesus gehabt haben, zum Teil nicht einmal die richtige. Und trotzdem ging es darum, dass sie sich zu Jesus bekannt haben und bereit, sowohl die einen als die anderen, für diesen Jesus zu sterben. Aber nicht mehr der Jesus, der wirklich die ganze Wahrheit, oder über den man die ganze Wahrheit hatte. Eine bemerkenswerte Geschichte. Gregor von Nyssa, ich lese euch noch einen Text weiter hier vor. Seeleute und Reisende sangen die disputierten Lehren auf ihren Reisen und Militärs bei ihren Eroberungen. Jede Ecke und jede Allee der Stadt in Konstantinopel und in Alexandrien, also die zwei Hauptstädte, wo dieser Konflikt am meisten getobt hat, war voll von Diskussionen auf den Straßen, den Märkten, unter den Händlern, den Geldwechslern, den Kaufleuten. Überall hat sich dieser Streit ausgebreitet. Durch die ganze asiatische Christenheit gab es denselben wilden Kampf. Bischöfe zogen sich ruhig zurück oder wo Widerstand gemacht wurde, bekämpften sich die zwei Parteien in den Straßen, in den Kirchen, Städte, sogar die heiligsten Plätze waren blutüberströmt. Die Hymne der Engel im Himmel, das Lamm, das erwürgt ist, das dem ist würdig zu geben, Preis und Ehre. Diese Hymne der Engel im Himmel war der Schlachtruf, das Signal menschlichen Blutvergießens. Viele Plätze der noblen Gesellschaft wurden in Brand gesteckt, die Offiziere der königlichen Krone beschimpft, Plünderungen, Großbrände, Gewalt tobte in der Stadt. Das war Konstantinopel und Alexandrien und viele andere Städte, wo das ausgebreitet hat. Das ist ein Zitat, das ich bei Eddie Jones gefunden habe, ein adventistischer Pionier. In seinen World of Pioneers, das gibt eine CD, wo er ein Geschichtsbuch drinnen hat, wo er vieles darüber geschrieben hat. Meine Lieben, unsere Zeit läuft uns davon heute, aber ich denke, für mich ist das ein ganz spannendes Thema und ich wollte euch etwas vermitteln darüber, welchen Konflikt diese einzige Frage, wer ist Jesus Christus, ist er wirklich wahrer Gott von Ewigkeit her, was diese Frage für einen Konflikt in der frühen Kirchengeschichte
von dem Zeitpunkt an ausgelöst hat, wo Jesus auf diese Erde kam und sich als dieser Gott offenbart hat, als dieser Gott Zeichen und Wunder getan hat, Beweise seiner Göttlichkeit gegeben hat, über seinen Vater gesprochen hat, in den offenbaren wollte und wie, was die Menschen daraus gemacht haben. Offensichtlich ist hier Satan gelungen, alles zu unternehmen, was er schon im Himmel begonnen hat. Und man muss sich fragen, wie war es möglich, wenn man das Alte Testament gekannt hat, dass es zu so einer Verirrung gekommen ist im Christentum und trotzdem, obwohl es eine solche Verirrung war, ein tiefer Glaube an Jesus, an den Erlöser Jesus, trotzdem erhalten geblieben ist. Und es wird uns schwer fallen und ich glaube, wir können sicherlich nicht den Stein oder den Stein werfen auf diese Christen, die damals in den römischen Christenverfolgungen unter Spott und Hohn gestellt worden sind und ihr Blut vergossen haben in Mengen. Und obwohl sie nicht mehr diesen wahren Glauben an Jesus gehabt haben, denn viele sind verführt worden und in die Irre geführt worden. Und es ist das passiert, was wir von Paulus erfahren haben und was er vorausgesagt hat und was Jesus vorausgesagt hat. Viele falsche Propheten werden kommen und die Lehre verändern. Und wir müssen uns die Frage stellen, hat dieser Abfall, der so schon sehr früh in der Kirchengeschichte begonnen hat, letztendlich auch seine Auswirkungen auf die weitere Weltgeschichte gehabt? Und wenn wir die Offenbarung studieren, dann werden wir merken, dass das nicht ohne Folgen geblieben ist, dass Christen sogar aufgehört haben, an Christus so zu glauben, wie er sich selbst vorgestellt hat. Und ich möchte schließen mit einem Text in diesem Gebet, das Jesus gesprochen hat in Johannes 17. Und vielleicht wird uns durch das, was wir heute miteinander überlegt haben, mehr bewusst, warum das so wichtig ist und warum Jesus dieses Gebet gesprochen hat. Johannes 17, Vers 3, wo er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und wir verstehen hier, dass es genauso wichtig ist, Gott Vater als wahren Gott zu erkennen, aber auch Jesus Christus, den er gesandt hat, zu erkennen. Und ich frage mich, und dieser Frage möchte ich gerne das nächste Mal weitergehen, was haben diese neutestamentlichen Führer des christlichen Glaubens, die letztendlich mit dazu beigetragen haben, dass sie durch philosophische Bildung, die sie gehabt haben, dass Christen sich von dieser griechischen Philosophie beeinflussen haben lassen und das Christentum letztendlich in die Irre geführt hat, was haben die Menschen damals mit diesen alttestamentlichen Stellen gemacht, die wir das letzte Mal angeschaut haben, die schon den Juden zum Problem geworden sind, nämlich mit diesen Stellen des Engels des Herrn, mit diesen Stellen des Michaels. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der ganze Konflikt letztendlich dadurch entstanden ist, dass hier sehr früh in der Kirchengeschichte und auch im Judentum ein völlig falsches Verständnis von diesem Engel des Herrn im Alten Testament aufgekommen ist, von dem wir das letzte Mal ganz deutlich gesehen haben, dass hier die zweite Person der Gottheit von Ewigkeit her dahinter steckt. Und dieser Frage, was ist mit dieser Geschichte, mit diesem Engel des Herrn passiert, mit Michael, dieser Geschichte wollen wir das nächste Mal etwas nachgehen, denn dazu habe ich auch sehr bemerkenswerte Hintergrundinformationen wieder aus dem Judentum und auch später dann aus dem Christentum für euch bereit. Gott helfe uns, dass diese Geschichte, wie sie einmal war, sich nicht weiter wiederholen wird. Aber ich glaube, wie Jürgen hier eingeworfen hat oder hier geschrieben hat, die Geschichte wird sich wiederholen. Hoffentlich ist uns das bewusst geworden, dass die Zukunft nicht eine Zukunft nur mehr in Ruhe dargehen wird, sondern dass es sich letztendlich auch darum drehen wird, welche Vorstellung haben wir von Jesus? Verkündigen wir den richtigen Jesus in dieser letzten Botschaft, die wir in diese Welt zu bringen haben? Einen Jesus, der von Ewigkeit her das Wort war, durch den Himmel und Erde geschaffen wurde. Gott helfe uns, dass wir zu diesem richtigen
Verständnis gelangen. Lasst uns noch abschließend ein Gebet sprechen und Gott danken für diese Möglichkeiten, diese Informationen, die wir heute haben können. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen für diese Zeit, die du uns gegeben hast. Du zeigst uns und lässt uns Hintergründe erfahren und wissen, die für unser heutiges Leben und für die Zukunft von großer Bedeutung sind. Wir wollen dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, der Menschen, die damals ihr Leben preisgegeben haben, weil sie für dich eingestanden sind und für die Wahrheit. Und wir wollen dich bitten, dass du uns bewahrst vor solchen Irrtümern, die auch bei aufrichtigsten Menschen Platz gewinnen haben können. Bewahre uns davor, lass uns aus diesen Fehlern der Kirchengeschichte lernen und gib, dass wir auch diese Hintergrundinformationen dazu benutzen, dass wir wissen, wie wichtig es ist, dass wir ganz bei deinem Wort bleiben und dein Wort in der rechten Weise deuten und auslegen und es auch letztendlich leben. So segne auch diese Themen, die wir hier behandelt haben, segne alle, die zugehört haben und es weiterhin hören werden, dass wir verstehen, woher die Konflikte gekommen sind und was dein wirkliches Wesen ist, Herr Jesus. So danke, dass du mit uns Geduld hast und dass du uns weiterhin begleiten möchtest in deinem Segen, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, ich danke euch für das Dabeisein. Ja, ich merke hier eine Frage. Wie meinst du, dass die Geschichte wird sich wiederholen? Ja, ich habe das vorhin schon etwas erklärt. Ich glaube, dass die Konflikte, dass wir eigentlich mittendrin sind in den Konflikten, wenn man heute in das Christentum schaut und auch in christliche Gemeinden, selbst solche Gemeinden, die sehr in der Bibel stehen, wenn ihr etwas näher hinschaut, ihr werdet merken, der Konflikt, der damals da war, wo die Leute sich gestritten haben, ist Jesus von Ewigkeit her Gott oder ist er vom Vater gezeugt oder ist er vom Vater geschaffen worden. Wir stecken ja mitten in diesem Konflikt drinnen. Es ist nur eine Frage der Information. Ich kann jeden von euch empfehlen, fragt euch in euren eigenen Gemeinden einmal herum, wo immer ihr seid und nicht nur in der Adventgemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde und ihr werdet merken, es gibt zu diesem Thema die unterschiedlichsten Meinungen. Ich habe bis jetzt heute nur das Thema mit dem Heiligen Geist etwas angesprochen. Wir werden auch noch auf dieses Thema hinkommen. Aber das nächste Mal möchte ich noch diese Frage des Michael ansprechen und diese Frage des Erzengels, weil hier ein wichtiger Hintergrund, eine wichtige Hintergrundinformation notwendig ist, dass wir dann auch den Rest der Thematik weiterhin verstehen, der dann letztendlich auch in die Erlösungslehre übergeht. Denn zu dieser Zeit, wo hier ein falsches Verständnis von Jesus aufgekommen ist, war das auch die gleiche Zeit, wo dann auch völlig verdrehte Vorstellungen von der Erlösung durch den Tod Jesu aufgekommen sind. Und auf das werden wir hinkommen. Ja, ja, also, was Jürgen schreibt, möglicherweise werden auch in Zukunft Menschen wegen einer bestimmten Vorstellung von Jesus als Ketzer hingestellt und haben mit Konsequenzen zu rechnen. Das könnt ihr sicher sein, ja, dass das ein Grund sein wird. Und ich denke, wenn wir das wissen, ist es gut, dass wir diese Geschichte kennen. Und ich glaube, diese Ökumene, wir dürfen ja nicht vergessen, Rom hatte eine richtige religiöse Ökumene gehabt. Die Leute konnten alles glauben, sie konnten alle anderen Götter anbeten gleichzeitig, aber sie wurden alle gezwungen, den Kaiser anzubeten und seinem Bild zu opfern. Und hier haben wir eine Parallele zu dem, was wir in Offenbarung 13 studieren werden, dann auch, wenn wir in die Offenbarung kommen, wo es ebenfalls sein wird, es ist ja auch heute so, jeder kann seinen Gott anbeten, jeder kann seine Religion haben, aber die wahre Anbetung Jesu, mit allem, was dazugehört, nämlich in Wahrheit, im Geist und in der Wahrheit, das wird wahrscheinlich in Zukunft und nicht nur wahrscheinlich, ganz sicher laut der Prophetie immer schwieriger werden. Gott helfe uns, dass wir darauf vorbereitet sind und mögen auch diese Themen, die wir hier machen, etwas dazu beitragen. Gut, ich hoffe, ihr steinigt mich nicht, dass wir die Zeit überzogen haben, aber ich wollte das hier nicht unterbrechen, weil das sonst irgendwo nicht geschlossen wäre. Gut, ich wünsche euch eine gute Nacht jetzt und
hoffe, dass ihr euch weiter Gedanken macht, und falls Fragen da sind, kann euch gerne diese Zitate, die ich gelesen habe, zukommen lassen. Wenn jemand die sie haben möchte per E-Mail, könnt ihr mir gerne die Anfrage schicken. Ich habe hier einfach so Präsentationen von mir, die ich da so mit den wichtigsten Zitaten zusammengestellt habe, die ich gern zur Verfügung stelle. Gut, Gott segne euch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen aus Kärnten.